erstmal herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Annehmend Golfkanal. Ich habe ein bisschen Murks gebaut. Und zwar, wir waren ja auf dem Golfplatz, haben eine Runde Golf gespielt. Und ich wollte euch ein paar Aufnahmen machen von dem Beginn der Bauarbeiten. Und jetzt, wo ich die Videos sozusagen auf den Rechner überspielen will, nichts da. Nur ein kurzes, kleines Videoschnipsel. Und an der Stelle möchte ich das trotzdem kurz, Entschuldigung, fürs Katzen, auch die Nase juckt, heißt das nicht, es gibt Geld oder sowas, möchte ich euch nur noch kurz Bild in Bild zeigen, was dort gerade passiert ist. Ist ja für uns hier in der Gegend wichtig, die hier Golf spielen. Wir sind ja nicht die Einzigen, die als Verein dort spielen, sondern es sind genügend andere Leute, die dort auch hinkommen zum Spielen. Und ich werde euch ein Luftbild einspielen und habe dort die drei Bereiche, an denen die Baumaßnahmen bekommen haben, die Vorbereitung sozusagen, habe ich mit roten Kästen markiert. Und in den grün transparent gehaltenen Flächen, das sind die eigentlichen Baufelder, wo der Boden getauscht werden muss. Und ja, die rot einkarierten oder markierten Flächen, das sind da die, wie sagt man, Arbeitswege, die die Baufirma braucht für ihre Baufahrzeuge. Die müssen ihre Bagger dahinter bringen, die müssen sozusagen das Radlader, denke ich mal, Baumaterial dann nachher dahin bringen, die neue Tonschicht, die neue Deckschicht muss dort eingebracht werden und demzufolge brauchen sie auch eine Fläche, um dort bis zu dieser Baustelle zu kommen. Wie gesagt, unser Golfplatz ist so circa 11 Hektar groß, also ist nichts, was man mit der Schubkarre macht. Und die Fläche, die dort ausgetauscht werden muss, sind jeweils 20 x 20 Meter und auch circa 75 bis 1 Meter tief, also 0,75 bis 1 Meter. Demzufolge kommt da schon ordentlich Material zusammen, was die Baufirma dort transportieren muss. Und achso, ich sehe gerade auf dem Bild, ich habe euch den Eingang nicht markiert. Das werde ich nochmal machen. Keine Ahnung, welche Farbe wünscht ihr euch? Gut. Mal gucken. Ich lasse mir was einfallen. Ich markiere euch noch den Dings. Ich habe das jetzt hier auf dem Bild nicht mehr drauf. Dort den Eingangsbereich. Und das ist die einzig sinnvolle Möglichkeit für die Baufirma, um dort auf das Gelände zu kommen. Demzufolge, Entschuldigung für den Einsprecher jetzt hier und weiter geht's mit dem Text. Jetzt nochmal von der anderen Seite, von der Bahn 3 aus. Hier vorne seht ihr den Baum, den der Sturm umgeschmissen hat und hier der Grünschnitt mit dem Fahrweg, damit die Baufirma da sauber an die Baustellen rankommt. Genaueres dann, wenn sie angefangen haben mit Arbeiten.